21 Uhr. Hier ist Hart aber fair mit Frank Plasberg. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Hart aber fair. Vielen Dank. Schön, dass Sie dabei sind hier in Berlin. Unser Thema heute Abend. Dankeschön. Unser Thema heute Abend, wenn Wohnen unbezahlbar wird, was muss die nächste Regierung tun? Wir wollen einfach mal ein bisschen helfen bei den Koalitionsverhandlungen und so eine Art Pflichtenheft basteln, damit die Selbstverständlichkeit des Wohnens nicht zu einem Luxusgut wird. Es ist ja Realität. Schöne Wohnung für 16 Euro den Quadratmeter, kein Problem. Kein Problem für wohlhabende Doppelverdiener ohne Kind und Katze. Und der große Rest, der steht in der Schlange und hofft auf ein Wunder. Sind da nur Miethaie auf Beutezug? Was tun gegen explodierende Mieten und Zustände, bei denen sich Wohnungsbewerber entwürdigen mit Schreiben wie diesem hier, das ist ein Originalzitat, wir sind beide sehr ordentlich, heißt es, und auf Sauberkeit bedacht, wir haben keine Haustiere, wir spielen keine Musikinstrumente und auch sonst haben wir keine Hobbys, die das Zusammenleben mit anderen Hausbewohnern, wie heißt es da, negativ beeinflussen könnten. Ist bitter, oder? Freiwillig schreibt man sowas wohl nicht. Explodierende Mieten und Baupreise, da tickt eine Zeitbombe. Hart aber fair mit diesen Gästen. Thomas Haffner, der Familienvater, ist seit Jahren auf Wohnungssuche. Er sagt, Vater, Mutter und die 10-jährige Tochter auf 60 Quadratmeter, das geht nicht mehr. Aber bei den wenigen größeren Wohnungen in unserer Preisklasse haben wir es oft mit 300 anderen Bewerbern zu tun. Auch Familien wie wir sollten die Chance auf eine bezahlbare Wohnung haben. Klaus-Peter Hesse, der Geschäftsführer des Immobilienverbands ZIA, ist überzeugt, bezahlbaren Wohnraum bekommen wir nur, wenn wir bauen, bauen, bauen. Und nicht, wenn der Staat immer mehr reguliert. Karin Ley, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken, ist überzeugt, wir müssen die Mietpreisbremse nachschärfen und brauchen mehr sozialen Wohnungsbau. Wir dürfen den Wohnungsmarkt nicht der Privatwirtschaft überlassen. Alexander Graf Lambsdorff, der FDP-Bundestagsabgeordnete, sagt, Mieter müssen sich die Miete leisten können. Der Staat sollte daher lieber mehr Wohngeld zahlen, statt neue Sozialwohnungen zu bauen. Gerhard Matzig, der Architekturjournalist der Süddeutschen Zeitung, kritisiert, die Krise auf dem Wohnungsmarkt ist ein Komplettversagen von Politik, der Wohnungsbauwirtschaft und auch von uns selbst, weil viele Bauvorhaben von Nachbarn verhindert werden. Herr Haffner, schön, dass Sie bei uns sind. Ich darf mal einen Blick in Ihr Wohnzimmer werfen und es auch den Zuschauern zeigen. Sie leben mit Ihrer Frau und Ihrer 10-jährigen Tochter auf 63 Quadratmetern in Frankfurt. Wer von Ihnen ist da am meisten eingeengt? Wie muss man sich das vorstellen? Drei Leute, 10-jährige Tochter, 63 Quadratmeter. Tja, am meisten eingeengt wird halt die Tochter, die natürlich größer wird und dementsprechend auch das Zimmer kleiner und sie größer und größere Ansprüche hat. Und deswegen ist sie halt die Benachteiligste in dem Wohnraum. Zeigt das Zimmer mal, reden Sie mit ihr eigentlich darüber, über Ihre Situation, wenn sie vielleicht mal auf den Trichter kommt, dass sie ein bisschen was gemeinsam hat mit dem Wellensittich, den man da sieht? Ja gut, der Wellensittich ist jetzt nicht mehr in dem Kinderzimmer, den haben wir ausgelagert, aber sie ist ja glücklich, dass sie schon ein eigenes Zimmer hat. Es gibt ja auch Familien, die Kinder haben, wo dieses Zimmer noch mal geteilt wird. Sie hat sich damit arrangiert, aber sie wird halt auch größer und dementsprechend hat sie dann auch einen anderen Anspruch an ihr Zimmer. Wie versuchen Sie denn Platz zu sparen? Wie kann man das denn hinkriegen, dass das geht? Wir haben versucht, Platz zu sparen, indem wir die Möbel dementsprechend angepasst haben an die Wohnsituation. Also kleiner, effektiver und dass halt dadurch mehr Wohnraum entsteht. Wie lange suchen Sie schon eine größere Wohnung? 5 Jahre. 5 Jahre. Und warum finden Sie keine? Das müssen Sie die Herrschaften fragen, die uns bisher noch kein Feedback gegeben haben. Wie gesagt, wir sind eine ganz normale mittelständische Bewerbung. Wir haben uns locker 30, 40 Mal beworben. Ja. Wie oft bekommt man eine Einladung zur Besichtigung? Zur Besichtigung bekommen Sie eigentlich schnell die Einladung. Es ist aber meistens eine Massenbesichtigung, wo mindestens 500 bis 600 Leute vorstellig werden, die dementsprechend dann halt auch ihre Bewerbung abgeben. Und teilweise auch mit kleinen Obolus-Zahlungen an den Makler. Sie arbeiten als Fernmeldetechniker, Ihre Frau arbeitet 30 Stunden, also ein
arbeitendes Ehepaar. Wie viel würden Sie denn ausgeben wollen für eine Wohnung? Ja, zwischen 800 und 900 Euro warm. Für 80 bzw. 85 Quadratmeter. Und dafür gibt es nichts? Dafür gibt es leider nichts. Auch in den sozial geförderten Wohnungsbau gibt es leider auch nichts. Aber man bekommt auch von den Wohnungsbaugesellschaften kein Feedback zurück, warum es nicht klappt oder wo es halt hakt. Und der private Wohnungsbau ist halt dementsprechend so strukturiert, dass, wenn es bezahlbaren Wohnraum gibt, er überlaufen ist von vielen Mitbewerbern. Wir haben uns Ihre Zahlen mal angeguckt. Diese 900 Euro wären ein Drittel Ihres Familiennettoeinkommens. Das liegt ungefähr so bei 2,7 und so viel würden Sie bezahlen wollen. Was antworten Sie denn jemandem, der sagt, nun, es ist nun mal so, wer in Frankfurt wohnen will und nicht auf dem Land draußen, der muss das eben bezahlen. Wenn nicht, soll er sich auf dem Land eine Wohnung suchen. Ja gut, wir haben auch dementsprechend schon außerhalb in den Vorstädten in Frankfurt auch gesucht, wo, wie gesagt, sozialer Wohnungsbau errichtet wurde. Aber da ist, wie gesagt, für Familien auch die Kapazitäten als sehr gering. Aber wenn man, wie gesagt, noch weiter rauszieht, sagen wir 200 Kilometer weit raus, dann steckt man das Mietdefizit, was man spart, halt in den Tank. Ja. Sie werden also selber noch jemanden kennenlernen, der genau das macht, nach München reinpendelt, fast diese Strecke. Danke, dass Sie uns an Ihrer vergeblichen Suche haben teilhaben lassen. Bitte. Herr Hesse, Sie vertreten einen großen Verband, in dem fast alle versammelt sind, die was mit Wohnraum schaffen und vermitteln zu tun haben. Zwei Verdiener, ein Kind, bescheidene Ansprüche, darf man doch sagen, 80 Quadratmeter, ist ja jetzt nicht unbescheiden. Und dann reicht es eben nur für diese 63 Quadratmeter, seit 5 Jahren suchen Sie. Mit wem stimmt was nicht? Mit den Wünschen dieser Familie oder mit dem Wohnungsmarkt? Mit dem Wohnungsmarkt. Der Wohnungsmarkt ist jahrzehntelang, muss man schon fast sagen, vernachlässigt worden. Man hat an dem Bedarf vorbei geplant, politisch auch, und auch gebaut. Es gab zu wenig Wohnungen, insbesondere in den Ballungsräumen. Und das, was wir hier eben gehört haben, ist leider kein Einzelfall. Deswegen stimmt das, was Sie vorhin in dem Einspieler auch von mir als Zitat gebracht haben. Wir als Immobilienwirtschaft wollen unserer Verantwortung gerecht werden, gemeinsam mit der Politik dafür sorgen, dass wir schnell auch bezahlbaren Wohnraum schaffen, dass wir schnell Wohnraum schaffen für alle Schichten der Bevölkerung, insbesondere in den Ballungsräumen. Denn nur Bauen hilft, das Angebot muss erweitert werden, mit Regulierung kommen wir nicht weiter. Ja, wie das denn gehen kann, dass da der Pfropfen aus der Flasche fliegt, das klingt so einfach, ich glaube, es ist es nicht. Frau Ley, wir sehen ja einen Trend entweder zum Pendeln oder raus aus der Stadt. Wer weniger Geld hat, wie sehen Sie das als Mietexpertin der Linkspartei? Muss er sich damit abfinden, dass er nicht mehr das Recht hat, da zu wohnen, wo er will, von der Geografie her? Ja, das wäre natürlich dramatisch, wenn wir das zulassen, dass wir irgendwie in eine Situation kommen. Und manche Städte, da hat man diesen Eindruck schon, dass beispielsweise jemand, ja, der Busfahrer ist oder Krankenschwester ist, in München keine bezahlbare Wohnung mehr findet, gezwungen wird, aus den Städten rauszupendeln. Und das können wir, finde ich, nicht zulassen. Also wir müssen uns hier schon fragen als Gesellschaft, wo wollen wir hin? Wollen wir irgendwann Verhältnisse haben, wie beispielsweise in Paris, in London oder in New York, wo das Wohnen in der Innenstadt wirklich nur noch Reichen vorbehalten ist? Oder wollen wir Städte, die nach wie vor sozial durchmischt sind, im Interesse der Kinder, im Interesse eigentlich aller? Und deswegen muss da politisch was passieren. Da ist jetzt wirklich 4 Jahre lang verschlafen worden, die richtigen Instrumente zu ergreifen. Und deswegen brauchen wir ein Nachschärfen der Mietpreisbremse. Wir brauchen einen Neustart im sozialen Wohnungsbau, vieles andere mehr. Aber hier muss etwas passieren. Das steht, glaube ich, außer Frage, weil diese Mietenexplosion, die muss einfach gestoppt werden. Da kam ein Einwurf, der ging Richtung Berlin, wo oft Bauvorhaben scheitern. Aber da werden wir noch mal genau nach den Gründen suchen. Wir tasten uns erst mal so ein bisschen ab. Ist klar, wie Sie wohnen, wie wohnen Sie? Ja, ich habe dann natürlich eine privilegiertere Position, aber eines kann ich bestätigen. Als ich als Bundestagsabgeordnete gewählt wurde und habe in Berlin eine Wohnung gesucht, das ist ja jetzt schon doch ein paar Jahre her, da war es vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber ich kenne das durchaus, dass man hier auch lange anstehen muss und seine Bewerbungsunterlagen abgibt. Und da habe ich natürlich als Bundestagsabgeordnete sicherlich größere Chancen, habe auch eine Wohnung dann gefunden. Aber Sie haben da auch nur einen Zeitvertrag auf 4 Jahre. Aber trotzdem habe ich dann diese Wohnung dann auch, eine Mietwohnung auch bekommen. Also, aber ich
bin dann natürlich sehr mitfühlend mit all denjenigen, die auf dem Wohnungsmarkt eine Wohnung suchen. Und das hat man leider in den letzten 4 Jahren, ich kann mich nur wiederholen, im Deutschen Bundestag eigentlich negiert, auch wenn die Fakten auf dem Tisch liegen. Es ist ja nicht nur so, dass die Menschen keine Wohnung finden, als Familien beispielsweise. Wir haben Studenten, die beim Erstsemester in Turnhallen übernachten. Wir haben Rentner, die nach 30, 40 Jahren aus ihren Wohnungen rausfliegen. Die Situation ist wirklich dramatisch und wir müssen hier endlich politisch handeln. Herr Maxis. Sie arbeiten in München bei der Süddeutschen Zeitung, wohnen ein bisschen draußen, wie, das zeigen wir gleich noch, in einem absolut skurrilen Haus. Auch eine Art von Notwehr, aber wenn man Architekt ist, kann man so eine Notwehr auf die Wiese stellen. Erstmal die Frage an Sie, wie verändert sich eine Stadt? Sie schreiben über Architektur, Sie beobachten Stadtentwicklung. Wie verändert sich eine Stadt, in der zentrumsnah einfach nur sehr, sehr gut verdienende Menschen, wenn überhaupt, wohnen können, wo Outplacement-Experten Wohnungen anmieten, Unternehmensberater so eine Wohnungssuche gleich mit einweben in eine Jobbeschreibung, wo man als Normalmieter kaum mehr rankommt. Das ist die spezielle Situation in München, aber auch in vielen anderen Städten. Wie verändert sich so eine Innenstadt? Ganz einfach, so eine Stadt ist dabei, klinisch tot zu werden. Diese Städte verödern in einer Art und Weise, das ist atemberaubend, man kann ja fast zuschauen, wenn irgendwo dieses High-Class-Wohnen realisiert wird, weil da ja auch nicht ohne weiteres Menschen einziehen. Denn das sind oft Menschen, die aus ganz anderen Ländern kommen und die das als Investitionsobjekt nehmen. Die besetzen dann also diese große Dachterrassenwohnung, wohnen aber selbst nicht darin und entsprechend veröden dann ganze Stadtviertel. Die Stadt ist ja eine Integrationsmaschine. Beispielsweise München, wo kommen denn da solche Investoren her, die die Dachterrasse kaufen? Also immer wenn man dann nachfragt nach den Projekten, dann sagt die Immobilienwirtschaft, das sind 70% alles Münchner oder Tegernseer. Und dann fragt man nochmal nach, dann fragt man auch nochmal beim Architekten nach, dann recherchiert man. Und ich habe bei einem Fall von 90% seien es Münchner bis runter, sind doch nur 40% Münchner und die anderen kommen aus Dubai, russische Oligarchen, auch alles Menschen, die wohnen wollen, aber die haben das als Anlageobjekt, als Renditeobjekt in München. Oder und mal als um Zweit- Shopping oder zu gehen. Ja. In Berlin ist ja noch viel dramatischer. Also in München sind die Preise ja schon hoch. Berlin ist ja in so einem Aufholprozess als Hauptstadt und da haben sie Russen, Chinesen und vor allem Dänen, weil Kopenhagen schon so teuer ist, dass die ihr Geld nach Berlin tragen. Das ist nämlich genau so, wie Sie es beschreiben. Es gibt dieses High-Class-Wohnen und dann eine Verödung von ganzen Straßenstrichen. Also ich glaube, wir können uns auch einen Wettbewerb liefern. Wo ist es eigentlich schlimm? Wir sind aber noch bei der Anamnese, also bei der Analyse. Aber klare Antwort, aber die Städte verödeln. Bei der Analyse sind wir uns ja an der Stelle einig. Ich bin gespannt, ob wir bei den Instrumenten auch zueinander bei der Zielsetzung kommen. Das würde mich auch wundern. Einig. Das ist ja verrückt. Aber das natürlich auch Wohnungen und Häuser, Grundstücke, dann Anlageobjekte geworden sind, dass Wohnen zur Ware gekommen ist, dass es hier auch nicht nur um den Zuzug in die Städte geht, sondern auch um Spekulation, darum aus Wohnungen Geld zu machen. Das ist ein ganz wichtiges Grundproblem und das gehört einfach auch zur Beschreibung der Analyse mit dazu, weil davon hängt natürlich auch ab, welche Instrumente wir nachher auch einsetzen wollen, damit Wohnen endlich wieder bezahlbar bleibt. Aber der Hälse. Wir reden über einen Wohnungsmangel. Und ein Wohnungsmangel, wenn eine Ware mangelnd ist, dann wird sie auch teurer. In Berlin haben wir die Möglichkeiten, Wohnraum zu schaffen. In Berlin leisten wir uns den Luxus, zum Beispiel Tempelhof, die Fläche nicht zu bebauen. Ja. Wir könnten in Berlin an ganz, ganz vielen Städten... Da gab es einen Bürgerentscheid. An ganz, ganz vielen Städten... Ja, es gibt ganz viele Bürgerentscheide, auch von Ihrer Partei, die vor Ort im Bezirk unterstützt werden. Da lassen Sie Ihre Senatoren am langen Arm verhungern. Die sagt, wir brauchen mehr Wohnungsbau und die Linke in den Bezirken konterkariert das. Entschuldigung, wenn Sie es ansprechen und Sie ansprechen... Dieses Problem ist ein Berliner Problem, das ist die Hauptstadt, aber es ist nicht Deutschland. Wir zeigen Ihnen morgen im Faktencheck, das verspreche ich Ihnen, wodurch Bürgerentscheide, übrigens auch initiiert durch Bausenatoren der Linkspartei oder andere Verantwortliche und andere, durch Bürgerentscheide bauen verhindert worden ist. Können Sie morgen im Faktencheck nachlesen? Also ich muss Ihnen sagen, das finde ich jetzt ein bisschen verkürzte Darstellung der Ursachen der Wohnungsnot und der Mieten. Hat doch niemand gesagt. Ich würde gerne darauf eingehen wollen. Frau Ley, ganz ruhig. Also ich wollte Sie gar nicht ärgern. Morgen im Faktencheck können Sie das nachlesen. Ich möchte aber keine Berliner Sendung draus machen, auch keine Münchner Sendung. Denn, das sage ich Ihnen gleich, das Problem gibt es überall. Ja, in meiner Geburtsstadt Remscheid, jetzt nicht unbedingt die Perle aller Städte, habe ich jetzt auch gelesen, tatsächlich gibt es dort explodierende Mietpreise. Es gibt an der Küste und überall. Es ist mittlerweile ein Landesphänomen. Herr Matzig, wie viel Soziales, natürlich hören wir es von der Linkspartei, klar, wie viel sozialer Sprengstoff nach Ihrer
Einschätzung steckt tatsächlich in diesem Thema drin? Ich glaube, dass das tatsächlich der soziale Sprengstoff der Zeit und der Stunde und in diesem Land ist. Mhm. Das hat eine ungeheure Wucht. Wir hatten die letzte Wohnungsnot nach dem Krieg. Aber eine ganz andere Situation, weil wir da sozusagen einsichtig waren in, nun ja, die Gebäude sind zerstört, alle haben zusammengeholfen. Es gab auch nicht diese Schuldzuweisung, wie ich sie jetzt hier wieder am Tisch erlebt habe. Diese mit links, rechts kommen wir da auch gar nicht weiter, glaube ich. Wir haben tatsächlich eine reale Wohnungsnot. Das heißt, viele Menschen sind vom Wohnungsmarkt ausgegrenzt. Das ist ein Skandal, weil das Wohnen ist ja, es geht ja nicht um ein Stück Haus als Produkt. Das Wohnen ist absolut existenziell. Luft zum Atmen, Wasser zum Trinken, Wohnraum. Das ist so wichtig für die Menschen. Das hat viel mit der Menschenwürde zu tun. Das hat auch mit der politischen Teilhabe zu tun. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen Wohnungen finden in absehbarer Zeit zu absehbaren Preisen. Es ist ja noch schlimmer als in der Sendung vorhin vorgestellt. Nur 10% der Menschen in Deutschland können sich einen Mietpreis nicht von 16 Euro, wie genannt, sondern von 13 Euro nennen. Ja, aber das heißt, 90% entziehen Sie das Recht auf das Wohnen. Und das ist tatsächlich der große Sprengstoff. Wo wird denn sozusagen die sogenannte Modewort Mietpreisbremse denn überhaupt gelebt? Da gucken wir gleich mal nach. Die Mietpreisbremse, die müssen wir gleich mal vorstellen. Wenn wir sagen sozialer Sprengstoff, haben Sie überlegt bei Ihrer Wahlentscheidung, ich nehme an, Sie haben gewählt bei der letzten Bundestagswahl, ja. Ich will nicht wissen, was, aber war das für Sie ein Baustein Ihrer Entscheidung? Wer tut was dafür, dass Sie, ich sage mal noch mal, Doppelverdiener, sind keine Superverdiener, also Mittelklasse, wie man sich das so vorstellt, ein Kind, keine Wohnung findet, die groß genug ist. Ja gut, wie schon gesagt worden ist, denke ich schon, dass das in den 4 Jahren wirklich verschlafen worden ist, weil auch in diesem Zeitraum wir auch gesagt, eine Wohnung gesucht haben und das halt in die Erfolgslosigkeit geendet ist. Haben Sie das denn für Ihre Wahlentscheidung auch zur Grundlage gemacht? Das habe ich mit der Wahlentscheidung auch zur Grundlage gemacht, ja. Mhm. Herr Lambsdorff, Sie sind der Hoffnungskandidat hier in dieser Runde, weil Sie zukünftig Verantwortung tragen. Es ist manchmal nicht so spannend, in die Vergangenheit zu gucken, sondern nach vorne. Die FDP sitzt in Koalitionsabtastungen, Gesprächen, wie auch immer. Sondierungen, ja. Abtasten stelle ich mir irgendwie schöner vor. Mit Union und Grünen. Was wollen Sie tun? Was würden Sie in Koalitionsverhandlungen gerne durchsetzen, um das, was Sie hier als unisono Zustandsbeschreibung gehört haben, zu ändern? Ich würde gern, dass wir beim ganzen Gebiet Bauen mal den Blick nach Holland richten. Weil wir in Holland eine Entwicklung gehabt haben in den letzten Jahren, die von derselben krisenhaften Zuspitzung ausging, wie wir sie jetzt in Deutschland haben. Und die dann in einem politischen Konsens über alle Parteigrenzen hinweg das Planungsrecht total entschlackt haben, auf der nationalen Ebene. Und wo kommunal jetzt was möglich ist, um mehr Wohnraum zu bauen, was es bei uns in der Form nicht gibt, dass nämlich private Planungsbüros und Kommunen gemeinsam Baugebiete entwickeln, um dort für eine schnellere Bebauung zu sorgen, damit wieder mehr Wohnraum entsteht. Denn an der Stelle, da sind wir auseinander, Frau Ley, wie gehen wir mit dem Problem um? Schaffen wir mehr Wohnraum? Bieten wir mehr Menschen die Chance, eine Wohnung zu bauen? Oder versuchen wir in der Krise durch Regulierung, also Mietpreisbremse, irgendwie eine Lösung herbeizuführen. Das hat die letzte Koalition versucht, das ist gescheitert, das muss man ganz klar sagen. Deswegen brauchen wir einen neuen Ansatz. Und wenn wir das hinkriegen, vielleicht einen politischen Konsens, dass wir nicht ganz so bürokratisch planen, dass wir etwas schneller sind, dass wir uns auch Zielkonflikte eingestehen, Umweltschutz, Emissionsschutz, Energieeinsparung, aber auch eben bezahlbarer Wohnraum und dann eine Abwägung machen, die dann, wenn das so ein Sprengstoff ist, zugunsten auch des Wohnraums ausgeht, dann wäre das etwas, was die nächste Bundesregierung, glaube ich, für die Menschen in diesem Lande tun kann. Wir können das auch sehr konkret machen. Lassen Sie uns. Es ist immer schön, wenn man erstmal das, was wir haben, ein bisschen aufbearbeitet und dann guckt, was man ändern kann. Das war jetzt mal ein Ausblick, weil er als der Vertreter der zukünftigen politischen Verantwortung, so wie es aussieht, hier sitzt. Mietpreisbremse ist gefallen. Da gibt es ja unterschiedliche Vorstellungen, wie man damit umgehen kann mit der Mietpreisbremse. Sollte ja alles besser werden, eigentlich. Vor 2 Jahren sollte ein neues Gesetz die Mietpreise bremsen. Aber das Gegenteil ist passiert. Erste Erhebungen zeigen, in 13 von 22 NRW-Städten sind die Mieten seit der Einführung des Gesetzes stärker gestiegen als zuvor. Gleiches gilt für Millionenstädte wie Berlin oder München.
Eigentlich darf laut Gesetz eine Mietwohnung höchstens 10% mehr kosten als vergleichbare Wohnungen in der Gegend. Aber die Mietpreisbremse hat gleich zwei Haken. Erstens, was der Vermieter einmal an Miete für eine Wohnung bekommen hat, darf er wieder verlangen, egal wie hoch die Miete war. Zweitens, die wenigsten Neumieter wissen, wie viel der Vormieter bezahlt hat. Denn der Vermieter muss das nicht von sich aus offenlegen. Der neue Mieter muss das ausdrücklich und schriftlich einfordern. Herr Esse, was spricht denn eigentlich dagegen, den Preis der vorigen Miete automatisch zu nennen, ohne dass der Vermieter gleich mal für schlechte Stimmung sorgt? Wir sind uns doch einig, wenn einer vor dem Vertrag das wissen will, da sagen Sie doch als Vermieter, och, da habe ich noch einen anderen. Das ist doch absolut lebensrettend. Was spricht dagegen, dass das nicht automatisch mitgeteilt wird, damit man wenigstens weiß, wo die Mietpreisbremse ansetzen soll? Mit der Mietpreisbremse, egal wie wir sie weiterentwickeln, lösen wir keine Probleme. Wir bauen damit keine einzige Wohnung mit der Mietpreisbremse. Sie war Opium für das Volk. Ja, das waren jetzt drei Schlagworte in einem. Beantworten Sie mir erstmal die Frage, wenn man diese Mietpreisbremse, wir können ja analysieren, warum sie nicht funktioniert hat. Ein Knackpunkt ist doch, dass wenn ich nicht weiß, wie die Vormiete war, dann kann ich auch nicht feststellen, ob ich über den Tisch gezogen werde oder nicht. Wenn ich den Vermieter vorher frage, ach übrigens, die Wohnung gefällt mir, hier haben Sie meine Einkommensnachweise, hier haben Sie alles Mögliche noch an Bestätigungen, aber ich hätte ganz gerne den Nachweis der Vormiete, dann bin ich doch raus, das ist doch lebensfremd. Herr Plasberg, wenn ich das jetzt so beantworten würde, dann würde ich Ihnen ja zugestehen, dass die Mietpreisbremse tatsächlich ein Mittel wäre, um Menschen zu helfen, die Geringverdiener sind. Sie würden aber nicht vom Stuhl fallen, wenn Sie das tun. Die Mietpreisbremse hilft nur den Besserverdienenden. Denn wenn ich eine Auswahl habe auf dem Markt, wenn ich die Wohnung gebe, dann nehme ich den Besserverdiener. Ich bin völlig an Ihrer Seite. Wir können alles mal gucken, warum das nicht funktioniert hat. Aber die Knackfrage ist doch, wenn man nach Konstruktionsfehlern guckt, wenn ich nicht weiß, wie die Vormiete war und wenn ich für schlechte Stimmung sorgen muss, um es rauszukriegen, weil es der Vermieter nicht macht. Das ist doch ein K.O.-Kriterium. Ja, der Mann sucht eine Wohnung, er weiß, wovon er spricht. Ja, ihm wird damit aber nicht geholfen. Sie können das gerne machen, Sie können Herr Hesse, ich weiß, dass es nicht hilft, aber sagen Sie mir doch einfach mal, was dagegen spricht. Ich weiß nicht, wann haben Sie zum letzten Mal versucht, eine Wohnung zu bekommen? Sie müssen beibringen, einen Gehaltsnachweis. Sie müssen mittlerweile beibringen, den Nachweis, dass Sie Ihre Miete die letzten drei Jahre bezahlt haben von dem Vormieter. Sie müssen eine Schufa-Auskunft beibringen. Die Schuhgröße müssen Sie noch nicht machen. Das heißt, Sie müssen sich als Mieter völlig nackig machen. Was spricht dagegen, dass der Vermieter sagt, die Wohnung hat vorher das und das gekostet? Es spricht nichts dagegen, wenn es etwas bringen würde. Außer so einfach ist das. Ich habe keine Ideologie. Probleme damit, wenn man damit ein Instrument schaffen würde, was auf dem Wohnungsmarkt wirklich hilft. Aber wir haben eine Mangelverwaltung. Aber das durch ist doch die Mietpreisbremse helfen Sie niemandem, Frau Ley. Sondern wir brauchen im Endeffekt ein anderes Klima für den Neubau. Und wir brauchen nicht eine weitere Regulierung, denn durch die Regulierung helfen Sie keinem Wohnungssuchenden. Dann kann man die Mietpreisbremse auch weglassen. Richtig. Aber ich muss mal sagen, es ist wirklich, Sie versuchen die gesamte Frage des bezahlbaren Wohnens darauf zu reduzieren, dass mehr gebaut werden müsse. Und das halte ich wirklich für eine völlig falsche Verkürzung. Warum? Es wird im Moment so viel gebaut wie nie. Wie seit vielen Jahren nicht mehr. Und Sie wissen auch, dass das, was gebaut wird in den Großstädten, den meisten Menschen, über die wir heute sprechen, überhaupt nicht hilft. Es gab diese Analyse von Panorama, die gezeigt haben, dass in den 20 deutschen Großstädten nur 10% der Neubauvorhaben überhaupt im bezahlbaren Bereich sind für den Durchschnittsverdiener. Da reden wir noch nicht über Sozialhilfeempfänger oder über Hartz-IV-Betroffene. Über Konzeptvergaben regeln. Deswegen wäre dort, ist natürlich, können wir gerne darüber sprechen, wie günstiger gebaut werden kann in Verantwortung der Kommunen. Da bin ich bei Ihnen. Aber das heißt deswegen noch lange nicht, dass wir eine Mietpreisbremse brauchen für die Leute, die doch jetzt Mietverträge haben, die regelmäßig Mieterhöhungen haben, denen wirklich die Miete das Haushaltsbudget auffrisst. Ganz einfach, ganz einfach. Ich habe eine freie Wohnung und suche einen Mieter. Notwendig, dass wir diesen Mieten decken. Dann kommen mehrere Interessenten. Dann, Herr Plasberg hat dargestellt, was ich alles beibringen muss. Anwältin, wen nehme ich? Unseres Gastes, Sie haben stimmlich ein unglaubliches Volumen. Bei Ihnen werden die Badezimmerkacheln vibrieren. Wenn Sie singen. Sie haben mich vorhin noch ermuntert. Ja, absolut, zu singen, natürlich. Mieten, Frau Ley, einfach ausreden, wir lassen einander ausreden und schon läuft das. Sagen Sie Ihren Satz zu Ende dann. Genau, wir brauchen ein Instrument, das die Mieten für diejenigen deckelt, die jetzt eine Wohnung haben, die auch in ihrer Wohnung bleiben wollen, die vielleicht aber sich die Miete bald nicht mehr bezahlen können.
Das ist doch völlig notwendig, dass die Politik hier handelt. Aber die Mietpreisbremse Moment. Hat nicht funktioniert. Und Sie können sich gerne die Plenardebatte anhören, als sie beschlossen wurde. Ich habe das dort alles erzählt, auch andere Vertreter der Opposition. So wie sie gemacht war, konnte sie nicht funktionieren. Es gibt viel zu viele Ausnahmen. Es gibt viel zu viele Bedingungen. Und auch die Tatsache, dass man sein Recht als Mieter ja gar nicht wirkungsvoll einklagen kann, ist ein Problem. Dass der Vermieter gar keine Strafen fürchten muss, ist ein Problem. Aber jetzt die Mietpreisbremse abzuschaffen, das wäre doch völlig falsch. Also, Herr Hesse, jetzt ist Herr Hesse dran, aber definitiv. Frau Ley, zum einen, die Mietpreisbremse gilt nicht für den Bestand für bestehende wohnnahe Mietverhältnisse, sondern immer für die Neuvermietung. Durch die Mietpreisbremse bin ich als Vermieter ja nicht in irgendeiner Form gezwungen, mich für einen Interessenten zu entscheiden, sondern ich werde immer gucken, wer bewirbt sich für meine Wohnung und im Zweifelsfall nehme ich den solventeren Mieter. Insofern hilft es bei einer Mangelverwaltung, die wir haben, mit wenigen Wohnungen am Markt immer demjenigen, der sowieso schon mehr Geld in der Tasche hat und sich für diese Wohnung entscheiden will. Und das jetzt ist das ja Problem der Mietpreisbremse. Aber jemand, der versucht, den Preis des Vormieters zu erfragen, der ist schon völlig aus der Auswahl raus. Ja, man ich kriegt ja, auch gar keine Auskunft. Ich habe ja auch mehrfaches Nachfragen von Herrn Plassberg zugestanden. Selbst wenn es denn so wäre, bin ich ja als Vermieter nicht gezwungen, irgendjemand zu nehmen, sondern ich würde mich immer für den Solventeren nehmen. Wir drehen uns da wirklich im Kreis und es hilft nichts, an dieser Mietpreisbremse weiter rumzudoktern, sondern wir müssen die wirklichen Ursachen angehen, Frau Ley, und das liegt in der Politik. Ich kann auch positive Beispiele. Nehmen wir mal ein positives Beispiel. Der Bürgermeister von Hamburg, Olaf Scholz, hat die Wohnungspolitik als Chefsache für sich erklärt. Er hat mit seinen Bezirken Verträge gemacht, wie viele Baugenehmigungen er entsprechend auch braucht für jedes Jahr. Er hat mit der Wohnungswirtschaft einen Vertrag gemacht, wie viel gebaut werden soll. Da wird das als Chefsache dann auch durchgezogen und da stimmen dann auch nachher die Genehmigungszahlen. Dafür muss die Politik aber auch einen gesamtgesellschaftlichen Konsens haben und sagen, Wohnungsbau ist für uns jetzt das Thema. Und da stehen wir auch bis in die Bezirke durch. Und auch wenn es Bürgerentscheide gibt, wenn es Partikularinteressen geht, da stehen wir als Politik wirklich zusammen und kümmern uns auch um die Flächen, die bebaut werden müssen. Und damit spreche ich ganz deutlich auch für bezahlbaren Wohnraum. Denn ich glaube, dass Deutschland auch im Vergleich zum Ausland, Sie haben andere Länder angesprochen, deshalb so attraktiv ist, weil wir sehr viel gemischte Quartiere haben und das auch zur Lebensqualität in unseren Städten beiträgt. Also Grundstücke, Liegenschaften freimachen, Konzeptvergaben machen, vorschreiben. Sagen Sie doch bitte mal, was eine Konzeptvergabe ist. Konzeptvergabe, derzeit haben wir es so, dass die Städte, die Kommunen, die Länder, aber auch der Bund nach Höchstgebotsverfahren die Grundstücke abgibt. Das ist einer der großen Preistreiber. Da sind wir uns einig. Vielleicht, ich mache mal weiter, vielleicht kriegen wir noch mehr Einigkeit. Wenn diese Grundstücke tatsächlich auch mit Konzepten an die Projektentwickler vergeben werden. Also sozialer Wohnungsbau oder preisgedämpft, öffentlich gefördert, frei finanziert. Familienfreundlich. Genau. Wenn man sozusagen nach Konzepten eine Vergabe bekäme, hätte man die Möglichkeit auch für eine innerstädtische Durchmischung, die wir brauchen, und auch Anreize, um auch bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Das ist ein Punkt. Dafür braucht es aber politischen Konsens von der Spitze bis in den Bezirken. Danke erstmal für die Statement. Herr Lambsdorff, Entschuldigung, ich darf mal wieder übernehmen. Herr Lambsdorff, wir haben im Moment, wir haben von Sprengstoff gesprochen, es ist ein Ausnahmezustand. Ich glaube, das ist auch hier am Tisch Meinung, dass der jetzt nicht wie Kai aus der Kiste kam, sondern da ist tatsächlich was verpennt worden. Was spricht dagegen, zum Beispiel mit einer Mietpreisbremse, die wirklich wirkt, einen Übergang zum Schutz der Mieter zu schaffen, bis das, was Herr Hesse eben genannt hat, wirksam wird. Wenn wir nämlich über Konzepte, Bauen, Genehmigungen, Hochziehen reden, reden wir über einen Zeitraum von 4 bis 8 bis 10 Jahren. Was ist mit den 4 Jahren bis dahin, also mit einer Legislaturperiode? Was spricht dagegen, die Mietpreisbremse als politisches Steuerinstrument, Brückentechnologie nennt man das in der Energiewirtschaft, wirksam zu machen? Nicht, aber das ist ja das Problem. Herr Plassberg, lassen Sie mich so schnell raus, Herr Matzig. Ich bin immer dagegen, wenn man versucht, die Illusion zu erwecken, als habe die Politik eine schnelle Lösung im Fingerschnipsen und dann klappt das. Ich halte das nicht für seriös. Die Menschen wenden sich dann auch enttäuscht von der Politik ab. Die Mietpreisbremse ist eingeführt worden. Sie wirkt erkennbar nicht, auch wenn man sie nachschärft. Da bin ich eher der Meinung von Herrn Hesse als von Frau Ley. Wird sie vermutlich nicht wirken, weil der Vermieter im Einzelfall die Entscheidung nach wie vor treffen darf. Und das ist jetzt das Entscheidende. Gucken wir mal in die mittlere Frist. Das ist ein bisschen frustrierend für
alle, die aktuell betroffen sind. Aber es ist die Realität. Wenn wir in die mittlere Frist gucken, dann denken Sie an Herr Hafner. Die Tochter ist 10. In 4 Jahren ist sie 14. Ich habe 2 Teenager. Ich weiß genau, was das heißt. Also, nein, was ich aber möchte, ist, dass wir uns über diese Mietpreisbremse Folgendes klar machen. Wenn wir die jetzt nachschärfen, auch für Neubauten, Neuvermietungen, Erstvermietungen anwenden, was hier vorgeschlagen wird, dann müssen wir uns doch fragen, wer baut denn dann noch diese großen Wohngebäude? Das sind ja Leute, die haben ganz viel Geld und überlegen sich, wie investiere ich das? Kaufe ich in große Aktienpakete, kaufe ich mir Gold, kaufe ich mir irgendwie eine Autosammlung oder baue ich bezahlbaren Wohnraum, weil ich da eine verlässliche, anständige, nicht exorbitante, nicht nur übertriebene, aber eine anständige, verlässliche, dauerhafte Rendite mit erwirtschaften kann. So. Und wenn wir jetzt eine Mietpreisbremse noch nachgeschärft in den Markt bringen, dann entsteht kein neuer Wohnraum. Und der neue Wohnraum, den braucht es aber. Und das ist der Punkt, wo, ich sage es nochmal, die Zielkonflikte kollidieren. Ich komme aus einer Stadt, Bonn, wir haben eine Jamaika-Koalition. Und CDU und FDP versuchen hier und da mal zu bauen, aber es ist wahnsinnig mühsam, weil die Grünen entdecken immer irgendwo eine Raupe. Oder ein Hamster. Und ja, wir kriegen die Gebiete nicht ausgewiesen. Das ist das Problem. Und das ist ein Zielkonflikt. Ich respektiere, dass die Grünen sich für Naturschutz stark machen. Gar kein Problem. Aber den Zielkonflikt muss man auflösen. Das ist eine nette Pointe mit dem Hamster. Sie wissen aber auch, wir haben darüber gesprochen, wie Nachbarn Bauprojekte verhindern, wie Egoismen in dieser Gesellschaft greifen. Es gab einen Fall, wo jemand einen seltenen Feldhamster ausgesetzt hat, weil er den Bau eines großen Sportzentrums verhindern wollte. Und so weit sind wir mittlerweile. Herr Matzig. Ich muss jetzt so vielen Leuten hier widersprechen, dass ich hoffentlich gemerkt habe, in welcher Reihenfolge. Ladies first. Ja, wir haben gesagt, wir brauchen nicht mehr Wohnungsbau. Das stimmt nicht. Nein, das habe ich gar nicht gesagt. Mehr sozialen Wohnungsbau brauchen wir. Wir bräuchten auch normalen Wohnungsbau mehr. Wir bräuchten 350.000 Wohnungen im Jahr gebaut, wären 250.000 im Jahr, also jedes Jahr. Sozialwohnungen 100.000 zu wenig. Ja gar nicht. Wir bräuchten davon 80.000 sozial gebundene Wohnungen gebaut, wären wenigstens 15.000. Ja, also das ist das Defizit und wir haben 2017 sogar noch weniger gebaut als 2016. Ja. Das ist der eine Skandal. Warum? Können Sie es erklären, warum? Also der Bedarf steigt und wir bauen weniger? Zu Ihnen, Herr Blasberg, komme ich auch noch. Sofort. Jetzt der Reihe nach. Aber natürlich sind wir uns auch einig, dass die Mietpreisbremse so etwas ist wie die singende Säge. Sie funktioniert einfach nicht wirklich. Ja, es ist ein schlecht gemachtes Gesetz. An dieser Stelle muss ich auch mal sagen, was machen denn die Politiker den ganzen Tag? Die sollen handwerklich gute Gesetze machen. Dieses Gesetz ist miserabel. Aber, und jetzt bin ich bei Ihnen. Jetzt bin ich bei Ihnen. Diese Bremse jetzt abzuschaffen, ist ungefähr so sinnvoll, wie mit einem Autobus auf den Abgrund zuzurasen, festzustellen, die Bremse geht nicht wirklich und dann eine Umfrage zu machen und dann kommt das Ergebnis heraus, bauen wir die Bremse doch komplett raus. Ja, steigen wir aus. Und jetzt zu Herrn Blasberg, weil ich die Frage beantworten muss. Es gibt übrigens eine schöne Lösung, um beide Seiten zu befrieden. Wir müssen mehr sozialen Wohnungsbau machen. Das muss aber der Staat machen, der sich seit vielen Jahren da verabschiedet hat und seine Wohnbauunternehmen alles privatisiert hat. Herr Hesse, das ist ein eigenes Thema noch und ein Unterthema. Wir haben dazu einen Film auf unserer Internetseite www.hertha-bei-fair.de und auch bei Facebook. Können Sie sehen, was mit dem sozialen Wohnungsbau passiert ist. Er ist ausgetrocknet. Ich sehe ja, das Problem von allen Wohnungssuchenden ist, dass sie in einen Tsunami stecken an Staatsversagen. Der Staat hat sich aus dem sozialen Wohnungsbau zurückgezogen. Er macht die falschen Baugesetze überreguliert. Er steht im Weg. Er hat ein Sammelsurium an Förderwegen. Das ist das Staatsversagen. Es gibt aber auch ein Marktversagen, nämlich der Markt, der nur in den Großstädten Mini-Apartments für bestverdienende Berufsnomaden, die mal bei Siemens leitender Manager sind, mal bei irgendeiner Bank. Aber das kann man doch steuern, und oder? Und das kann man nicht so ohne weiteres steuern. Es fehlen genau Wohnungen für Familien in den Städten. Die wollen nämlich auch in den Städten gerne wohnen. Es fehlen für junge Menschen einfache und kleine Wohnungen. Es fehlen altersgerechte Wohnungen. Es fehlt so viel. Der Markt versagt auch. Und in diesem Punkt sind wir jetzt aber bei der Frage, Herr Blasberg, und warum wird nicht mehr gebaut, um dieses Marktversagen und auch das Politikversagen aufzufangen? Da bin ich bei der Gesellschaft, weil immer dann, wenn gebaut werden soll, wenn Städte nachverdichtet werden, wenn Dinge umgewidmet werden. Was heißt Nachverdichtung? Werden. Das klingt so ein bisschen nach Motorentechnik. Nachverdichtung heißt, dass Sie in einem Quadratkilometer Stadt statt
sagen wir 1.000 Menschen, plötzlich 1.200 Menschen unterbringen. Ja, wo denn? Das heißt, denn? Sie haben mehr... In die Höhe oder in den zum Hinterhof? Beispiel, zum Beispiel in die Höhe. Zum Beispiel kann man... Also eine es gibt Stadt, schöne Beispiele in Wien. Ne? Da wird höher gebaut Berlin, und die haben auch nicht andere Feuerwehrleiter. Städte wie Wien oder Paris, die sind wesentlich höher als zum Beispiel im München. Im sozialen Wohnungsbau zum Beispiel, der kann auch gut aussehen. Da bietet Wien natürlich viele Beispiele. Und aber dann müssen wir auch sagen, an die Abstandsflächen. Dass ich mich vielem anschließen kann, was Sie gesagt haben. Weil Sie gesagt haben, Sie können nach aller Seiten austeilen. Ich will noch mal klarstellen, ich habe nicht gesagt, dass nicht auch gebaut werden soll. Ich möchte nur zwei Sachen sagen. Das erste ist, dass Bauen, Bauen, Bauen nicht alleine das Rezept ist und dass ich davon überzeugt bin, dass wir eine Mietpreisbremse, die wirkungsvoll ist, zusätzlich brauchen. Zweitens, es muss mehr gebaut werden, aber endlich für die unteren und für die mittleren Einkommensschichten, weil für diese ist in den letzten Jahren wirklich viel zu wenig gebaut worden und deswegen brauchen wir zum Beispiel einen Neustart im sozialen Wohnungsbau, ein Thema, an dem ich selbst auch seit vielen, vielen Jahren arbeite und da war das, was die letzte Bundesregierung geleistet hat, wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein, weil diese 15.000 Neubauten im Jahr, denen steht ja ein Verlust von, ich glaube, im Schnitt 50.000 Sozialwohnungen gegenüber, die im Jahr aus der Bindung rausfallen. Das heißt, wir haben einen kontinuierlichen Rückgang der Sozialwohnungen und deswegen auch noch mal auf die Eingangsfrage zurückzukommen, was muss diese neue Regierung leisten? Die muss sicherstellen, dass wir wieder einen Neustart im sozialen Wohnungsbau bekommen. Deswegen müssen wir das Grundgesetz ändern und da finde ich, sind alle Parteien in der Pflicht, denn ansonsten haben wir in den Städten eine soziale Katastrophe. Wir müssen das Grundgesetz ändern? Ja, es gab eine Föderalismusreform, die im Jahr 2006 dazu geführt hat, dass der soziale Wohnungsbau der Verantwortung vom Bund an die Länder gegangen ist. Wir haben das als Linke damals als einzige Fraktion, als einzige Partei kritisiert. Es ist aber so gemacht worden und wir waren uns zumindest in der letzten Legislatur parteiübergreifend einig, dass das ein schwerer Fehler war. Die Länder haben eben nicht genügend gebaut. Und ab dem Jahr 2020 darf der Bund da gar kein Geld mehr rein investieren. Und das würde ich wirklich für völlig falsch halten. Der Bund muss auch soziale Bauvorhaben finanziell unterstützen. Was das mit dem Grundgesetz zu tun hat, erklären wir dann auch aber mal beim Faktencheck. Das übersteigt im Moment meine ganz kurz, Wissen. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, was Frau Leih gerade sagt. Also auch das, was Herr Hesse gerade gesagt hat. Gehen wir noch mal doch zurück zu dieser Idee. Was ist denn das Ziel? Das Ziel sind lebendige, städtische Räume, in denen sich alle wohlfühlen, in denen auch unterschiedliche Einkommensschichten leben, in denen es Gewerbe und Dienstleistungen und alles, Gastronomie, alles gibt. Und da sind wir wieder bei der Idee, wie kann denn so eine Bauplanung, eine Bauleitplanung aussehen von der Kommune? Herr Lambsdorff, da sind wir bei dieser Konzeptvergabe. Entschuldigung, darf ich, Sie kommen damit nochmal. Darf ich die Lösung nicht ganz ans Ende der Sendung vertagen bis dahin, weil sonst springen wir ein bisschen im Thema. Okay, weil eine Lösung haben wir. Ob wir eine Lösung haben, weiß ich nicht. Wir haben vor allen Dingen einen Notstand. Ich möchte Ihnen noch mal zeigen, wie dramatisch das sein kann, wozu das führt, wenn das Angebot knapp und teuer ist, wozu es führt, wenn dann eine Wohnung auf den Markt kommt, in einem beliebten Viertel, in diesem Fall Berlin, Prenzlauer Berg, zu einem vernünftigen Preis, wo man sagt, ja, bitte, es geht doch, das ist kein Schnäppchen, aber es ist auch kein Wucher. Schauen Sie mal, was dann passiert. Menschenmassen auf der Straße, Schlange stehen für die Traumwohnung. Die Interessenten brauchen viel Geduld. Sie alle wollen diese Wohnung. 80 Quadratmeter, Altbau Berlin, Prenzlauer Berg, unter 1.000 Euro. 800 Interessenten haben sich gemeldet. Krass, ja. Also aus Frankfurt und aus Hamburg ist man auch schon echt einiges gewöhnt. Und ja, wir haben gedacht, in Berlin sei es echt leichter, weil früher die Preise eben auch deutlich niedriger waren. Aber das hat sich völlig geändert. Also es ist erschreckend. Wenn man die Bilder nicht dazu gesehen hätte, 800 Leute, man hätte es, glaube ich, für ein Stadtmärchen gehalten. Aber das gibt es leider auch in anderen Städten. Herr Hafner, Sie haben sich auch das öfter mal bei Massenbesichtigungen interessiert. Läuft das da ähnlich ab? Ja, ist teilweise schon sehr befremdlich, wenn man an die Wohnung herantritt und da stehen schon 500, 600 Leute vor der Tür. Man denkt, das wäre fast eine Demonstration, dann wird man dementsprechend durchgeführt durch die Räume. Man kann sich auch gar nicht dementsprechend die Wohnung genau angucken, weil man überall guckt sich in der auch Ecke die Konkurrenten steht an und kann ja schon mal abschätzen. Genau, die Konkurrenten stehen dann in dem Sinne mit in der Wohnung und man hat auch dann teilweise gesehen, dass der Makler, dass teilweise Makler auch Bewerbungen mit gewissen Kuvert-Umschlägen bekommen haben, dass die Bewerbung weiter nach oben gereicht worden ist, habe ich so selber persönlich miterlebt.
Was mir halt auch ein bisschen fehlt in der Diskussion, wir reden immer nur von Sozialwohnungen, weil es gibt sehr viele Familien, die nicht in Sozialwohnungen überhaupt Platz bekommen, weil sie einfach zu viel verdienen. Und für die müsste viel mehr gemacht werden. Weil die Massenbesichtigungen, sage ich mal, sind mindestens 80% Familien, die da diese Wohnung besichtigen. Und bei 500 bis 800 Leuten in der Besichtigung ist kein Einzelfall. Aber es haben ja inzwischen in den... Also das ist von der Beschreibung völlig richtig, da stimme ich Ihnen zu und habe diese Bilder ja auch schon gesehen. Man muss trotzdem sagen, dass in den Großstädten die Hälfte der Bevölkerung theoretisch einen Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein hätte. Also das Instrument der Sozialwohnung ist ursprünglich gar nicht gedacht gewesen, um wirklich nur den Ärmsten zu helfen, sondern es war ein Instrument, was eigentlich auch für die Mittelschichten, für ganz Normalverdiener auch Wohnraum schaffen sollte. Also und auch deswegen, ist es falsch, dass man dieses Instrument jetzt fallen lässt, weil mehr Sozialwohnungen wären nicht nur gut für diejenigen, die dann die Berechtigung hätten, sondern es würde das Mietniveau auch nach unten dämpfen. Und es ist völlig unstrittig, dass wir auch für die Mittelschichten mehr tun müssen. Es wollen Sie helfen oder nicht? Ja, natürlich wollen wir auch helfen. Also müssen wir auch für unterschiedliche Bevölkerungsschichten bauen, oder? Das spricht es dann nicht dagegen, dass wir Neustart im sozialen Wohnungsbau machen. Das hat auch keiner bestritten. Auch ich sage nicht, dass wir das nicht brauchen. Das höre ich total gerne. So, dieses Thema sozialer Wohnungsbau. Können wir gemeinsam Jamaika überzeugen, dass dieser Neustart kommt? Ich glaube, das ist total unstrittig. Es wird keine Bundesregierung geben, die den öffentlich geförderten Wohnungsbau abschaffen möchte. Also wer hier solche Gerüchte verbreitet, ich weiß nicht, wie Sie auf die Idee kommen. Sie wissen doch, wir brauchen Wohnraum für alle Bevölkerung. Frau Leih, Herr Hesse, ich finde diesen Punkt etwas ermüdend. Frau Leih. Gut, das haben wir besprochen, das ist schön. Herr Matzig, wenn Sie sich das angucken, das war ein relativ normaler Mietpreis. Darf man eigentlich bei einer funktionierenden Marktwirtschaft, aus Sicht der Vermieter funktioniert sie besonders gut, erwarten, dass mit Appellen und auch vielleicht ein paar politischen Hinweisen Vermieter ihre Wohnungen nicht an den Höchstzahlenden vermieten? Bei einem Autokauf würden Sie auch nicht sagen, oh, ich glaube, die brauchen das Auto dringender, das kriegst du mal, da lachen Sie. Das wäre schön. Kann man das in einer Gesellschaft erwarten oder ist das Sozialromantik? Man kann das auf jeden Fall erwarten. Anders wird die Gesellschaft auch auf Dauer nicht funktionieren. Es gibt übrigens schon Methoden, um das zu steuern. Es gibt in München zum Beispiel das München-Modell. Das ist viel gelobt. Da werden 30% der Wohnungen im untersten Segment. Das ist mittlerweile in vielen anderen Städten. Es gibt dann 60% für das normale Segment und dann gibt es das Spitzensegment. Das bildet eben die Gesellschaft auch ab. Bei Neubauvorhaben oder? Ja, auch bei Neubauvorhaben. Also wenn die Kommune 2020. Das Grundstück besitzt, Hamburg dann kannst du das ja dem Bauträger geben und sagen, unter folgenden Auflagen darfst du hier bauen. Und du musst auch etwas für die soziale Gemeinschaft machen. Du musst auch an Niedrigverdiener vermieten und so weiter. Das wird aber zu wenig gemacht. Das machen inzwischen andere Städte auch. Aber das muss die Politik vorgeben, damit das nicht dem Markt überlassen bleibt. Das Problem Herr Hafner fragt mit Recht, wer kontrolliert das? Wer kontrolliert das denn, dass das so eingehalten wird? Wer kontrolliert das? Nee, das ist eine Vorgabe. Das funktioniert schon, also wenn eine Fläche ausgewiesen wird, dass man diesen Mix macht und wie gesagt einmal öffentlich gefördert, dann Eigentumswohnung, Mietwohnung entsprechend zu unterschiedlichen Teilen dann auch realisiert. Man muss dabei nur wissen, man kommt auch mit solchen Modellen irgendwann an die Grenze, denn das eine subventioniert das andere quer. Wenn ich öffentlich geförderten Wohnungsbau habe und Mietwohnungsbau, muss ich mir dann im Quartier wieder über die Eigentumswohnungen das Geld zurückholen. Und dann bleiben häufig die Wohnung auf der Strecke, die unser Studiogast hier so dringend braucht, nämlich für die mittleren Einkommen. Und auch die brauchen wir. Insofern, kein Modell ist so perfekt. Zudem gibt es immer wieder Ideen, dass die Investoren auch noch aufgefordert werden, wenn ihr eh schon dabei seid, macht auch noch die Spielplätze mit, kümmert euch noch um soziale Infrastruktur und, und. Und dann wird irgendwann ein Projekt so teuer, dass genau die Wohnungen nicht mehr entstehen, nämlich im mittleren Preissegment, die wir brauchen. Sehr, sehr schwierig. Der Ansatz ist sicherlich richtig und das ist das, was ich vorhin mit Konzeptvergabe meinte. Günstige Liegenschaftsgrundstücke, vernünftiges Konzept auf Augenhöhe, Staat und Immobilienwirtschaft, dann kriegt man auch vernünftig... Lassen Sie uns noch mal ein bisschen schauen, lassen Sie uns bitte noch mal gucken, wie Menschen in diesem Land sich arrangieren, weil sie sagen, gut, wir haben gesehen, Mietpreisbremse funktioniert nicht, selbst wenn jetzt ein Ruck durchgehen würde, wird es immer noch 4 oder 5 Jahre dauern. Was tun also, wenn die Stadt zwar Arbeit bietet, aber
keinen bezahlbaren Wohnraum. Die Antwort heißt Pendeln, also Lebenszeit im Auto oder auf der Bahn verbringen. Gerrit Oehlmann hat uns auf Facebook geschrieben. Wenn man sich Mieten in Großstädten wie München heute ansieht, muss man sich nicht wundern, dass täglich 400.000 Pendler nach München hineinfahren. Ich fahre jeden Morgen 205 Kilometer von Haustür bis zur Arbeitsstelle und muss halt um 7.15 Uhr etwa am Arbeitsplatz sein. Ich habe intensiv drei bis vier Monate eine Wohnung gesucht und das gestaltete sich sehr schwierig. Mietpreise zwischen 900 und 1500 Euro Kaltmiete für eine 60 Quadratmeter Zwei-Zimmer-Wohnung ist kaum bezahlbar. Von Maklern wurde mir dann auch noch gesagt, dass alleinstehende Männer auch nicht gerne von Vermietern gesehen werden. Dann habe ich beschlossen, weiter zu pendeln. So wie Gerrit Oehlmann pendeln heute über 18 Millionen Menschen täglich zur Arbeit, im Schnitt rund 17 Kilometer pro Fahrt. Insgesamt pendeln die Menschen in Deutschland damit jeden Arbeitstag eine Strecke so weit wie 800 Mal zum Mond und zurück. Gerrit Oehlmann ist Teil der Pendlerkolonne, aber dabei wenigstens nicht allein im Auto. Oft teilt er sich die Fahrt mit Leidensgenossen wie dieser Studentin aus Nürnberg. Außerdem ist der 58-Jährige froh, überhaupt wieder einen guten Job gefunden zu haben. Auch wenn man da ein großes Stück Lebensqualität auf der Straße lässt. Herr Hafner, könnten Sie sich so ein Leben zweimal auf der Autobahn pro Arbeitstag vorstellen? Tja, wenn ich meine Familie dementsprechend nicht mehr sehen wollte, wäre das vielleicht eine sinnvolle Variante. Aber ich glaube nicht, dass 200 Kilometer oder jeden Tag 1-2 Stunden Fahrzeit erschwinglich ist, wenn man auch noch 8 Stunden dementsprechend im Berufsleben stehen muss. Dann 10 Stunden Tag, bis man nach Hause kommt. Und ja, Herr Oehlmann ist Single. Die Defizite, die man dann hat, liegen auf der Hand am Familienleben. Und was noch auf der Hand liegt, ist das, was man an Miete spart, das tut man praktisch in den Tank werfen, weil der Benzinpreis ist ja auch gerade nicht niedrig. Genau, und was das für die Umwelt macht, wenn man zwar die Häuser dämmt und teurer macht, aber dann durch den Abgas den Brennstoff jagt, das muss man, glaube ich, gar nicht besprechen. Herr Matzig, die Reihenhaussiedlungen, die Wohnquartiere im Umland der großen Städte, die wachsen ja wieder und teilweise drohten die ja abzurutschen im Preis. Jetzt wird da auch kräftig bezahlt. Ist das eine gesunde Entwicklung, also eine Rettung auch für Leute, die da gebaut haben und das mal auch als Altersversorgung angesehen haben? Ist das ein positiver Nebeneffekt? Also im Speckgürtel der Ballungsgebiete, in der großen Städte, da wächst dieser Markt. Da ist auch da die Wohnraumnachfrage sehr groß. Auf dem flachen Land sieht es anders aus. Da haben wir 35% schrumpfende Gemeinden. Das sind die Einfamilienhäuser. Deswegen sprach ich vorhin vom Marktversagen, weil der Markt eben falsche Wohnungen in den Städten baut und Einfamilienhäuser auf dem Land, die werden dann in 15 Jahren nicht mehr nachgefragt werden. Da kommt dann die nächste Debatte auf uns zu, weil die ganze Altersvorsorge der Menschen weg ist. Das ist keine gesunde Entwicklung. Wir müssen die Städte tatsächlich mehr, wir müssen dort, wo die Arbeit ist, das sind die Städte, da müssen die Wohnungen hinkommen. Das heißt, wir müssen die Städte nachverdichten und auf dem Land, wo der Wohnraum ist, da müssen aber ein bisschen mehr die Arbeitsplätze hinkommen. Richtig. Beides kann man politisch steuern. Nun habe ich eben versprochen, Sie sind gelernter Ingenieur und Architekt. Architekt. Wie Sie sich gewehrt haben gegen die Mietpreise in München, Sie haben einfach in einem Vorort, aber eigentlich noch zu München gehörend, ein Haus gebaut, das sieht so aus. Ja? Das ist verdammt schmal. Wie breit ist es? Das Außenmaß ist 4,80 Meter. Das hat mich 2 Monate Arbeit und Diskussion mit den Lokalbaukommissionen dort gekostet. Warum ist es so schmal? Eigentlich durch das Baurecht, das ist ein Problemgrundstück. Wir haben ein billiges Grundstück gesucht in München, am Stadtrand von München, auch noch in München. Eigentlich kann ich mir so ein Grundstück nicht leisten, deswegen habe ich so ein Sonderproblem gesucht, irgendwas in der Nähe der Autobahn oder Atommüll verseucht oder so etwas. Und da habe ich ein so schmales Grundstück gefunden und die haben alle gesagt, da kann man kein Haus drauf bauen. Abstandsflächen. Abstandsflächenverordnung, du darfst deinen Nachbarn nicht zu nahe kommen und deswegen darfst nur
ursprünglich 4,78 Meter breit sein. Und ich habe dann lange verhandelt und bin dann mit 2 Zentimetern Gewinn rausgekommen. Glückwunsch. Ja. Vielleicht ganz kleine Anmerkung. Die Abstandsflächen sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Das zum Thema der Landesbauordnung, an die wir auch dringend dran müssen. Deswegen, wo liegt denn Bayern da? Wissen Sie, das würde mich mal interessieren. Nee, die Abstandsflächen für Bayern habe ich jetzt nicht spontan zur Verfügung. Morgen auf jeden Fall. Aber es gibt auch noch viele andere Besonderheiten, die das Investieren wirklich schwer machen in den einzelnen Ländern, weil jedes Land unterschiedlich Besonderheiten hat. Und da sind die Abstandsflächen wirklich nur ein Problem. Wie lebt es sich in einem solchen Haus? Ganz kurz, Sie laufen immer geradeaus, wenn Sie irgendwo hinwollen. Alle, die uns besuchen, müssen der Reihe nach zu uns kommen. Nein, es ist kein Problem. Also wir haben knapp 130 Quadratmeter zu fünft. Das geht aber, weil die Quadratmeter ganz klug gemacht sind, übrigens nicht von mir, sondern von einem guten Architekten, der uns das geplant hat. Und der hat uns da ein sehr schönes Haus, in dem wir glücklich sind, geplant. Ich wollte aber nie am Stadtrand wohnen. Ich wollte eigentlich auch mit meinen Kindern immer in der Stadt wohnen. Habe aber nie eine Wohnung gefunden, die groß genug für 5 wäre und bezahlbar ist. Das ist eben das Problem. Nach 10 Jahren habe ich dann auch irgendwann gesagt, jetzt muss ich mein Wohnungsproblem halt anders angehen und selbst ein Haus bauen. Ist aber nicht Sinn der Sache, glaube ich. Und ist immer noch eine Luxuslösung, wenn auch ist absolut eine Luxuslösung. Lass uns hier die Anamnese mal beenden, mit unseren Zuschauern noch ein paar Erfahrungen sammeln. Und dann, ich habe es dreimal versprochen, gucken wir mal nach Lösungen. Zum Beispiel, wie man, es ist unfassbar, was wir mittlerweile am Baurecht haben in Deutschland, wie man das entschlacken kann. Graf Lambsdorff hat eben die holländische Lösung angesprochen, wo mit einem Kraftakt wirklich Sachen auf den Müll geworfen worden sind. Und das hat offenbar gewirkt. Erstmal unsere Zuschauer. Brigitte Büscher, bitte fang schon mal an. Ich fange schon mal an. Unsere Zuschauer fühlen sich so ein bisschen an ein durchaus tragisches Spiel erinnert. Das kann tragisch enden, wenn man nämlich verliert, nämlich an Monopoly. Und dazu schreibt unser Zuschauer Rainer Frieling im Gästebuch. Es mangelt nicht an Wohnraum, an luxuriösem Wohnraum für Banker, Chefärzte und Anwälte in den innerstädtischen Schlossalleen und Parkstraßen. Aber sehr wohl an bezahlbarem Wohnraum für die Krankenschwester, den Mechaniker und den Verkäufer in den Turm- und Badstraßen dieser Republik. Ja, wie wichtig unseren Zuschauern dieses Thema ist, das merkt man auch an der Meinung von Christa Eberl. Sie schreibt bei Facebook, ich überlege gerade, ob die ganze Wohnsituation in Deutschland ein Verstoß gegen Artikel 1 des Grundgesetzes ist. Wenn Wohnen unbezahlbar wird, ist das menschenunwürdig. Kann man so unterschreiben. Sie haben das ja eben angesprochen, Herr Matzig, auch als Grundrecht. Ich glaube, ja. Absolut. Und wenn man dann so unsere Sendung guckt, dann wird einem vielleicht plötzlich klar, wie gut und wie schön man wohnt. Unsere Zuschauerin Jenny Tormelen hat bei Facebook geschrieben, wohne in Mainz in einer Genossenschaftswohnung, 60 Quadratmeter für 400 Euro. Kommt mir seit heute vor wie ein Sechser im Lotto. Wozu führt das eigentlich? Sie wird diese Wohnung nicht mehr verlassen. Wozu führt das denn, wenn man in München-Schwabing eine Vier-Zimmer-Wohnung hat, dritte Etage, schöner Blick, vielleicht Redakteur bei der Süddeutschen ist, kann der diese Wohnung jemals wieder verlassen? Ist eins der Probleme. Es gibt ja viele alte Menschen, die kleiner wohnen wollen und die in großen Wohnungen wohnen, aber wenn die eine sehr viel kleinere Wohnung nehmen, eine halb so große Wohnung, zahlen sie plötzlich die doppelte Miete. Aber da gibt es Lösungen. Also es gibt einzelne Versuche auch, die auch wo ganz gut funktionieren. Die LEG in Nordrhein-Westfalen, ein großes deutsches Wohnungsunternehmen, erlaubt gerade diesen Mietern, die vielleicht älter sind, in der vierten Etage in einer 3- oder 4-Zimmer-Wohnung leben, wenn sie denn parterre wohnen wollen im Alter, zum gleichen Mietpreis dann die kleine Wohnung zu beziehen. Und dann kann die große Wohnung an andere vermietet werden. Das ist auch eine Wohnraumdynamisierung und Mobilisierung, die dringend notwendig ist. Eine gute Idee kann man vielleicht zum Vorbild machen. Brigitte. Ja, wer trägt die Verantwortung? Und da versuchen sich unsere Zuschauer auch ein Bild zu machen. Wer treibt die Preise und die Mieten nach oben? Und da kann man in mehrere Richtungen denken. Otto Karius schreibt im Gästebuch, der größte Preistreiber ist doch der Staat selber. Allein in Hessen haben bereits nahezu alle Kommunen angekündigt, 2018 wieder kräftig an der Steuer- und Gebührenschraube zu drehen. Besonders beliebt die Erhöhung der Grundsteuer, die sich dann natürlich auch in der Miete niederschlägt. So, und Grundsteuer kann umgelegt werden und der Mieter zahlt sie mit. Genau. Ja. Genau. Unser Zuschauer Hermann Jakob schreibt im Gästebuch, er teilt in eine andere Richtung aus. Wer mit der Not anderer Menschen Kohle macht, ist ein Halsabschneider. Ja, alles regeln, ein Gegenruf eines Eigentümers. Er hat ein Haus, schreibt er, und wenn er es vermieten würde, möchte er gerne die Preise so bestimmen, wie es der Markt sagt. Also Michael von Glahn schreibt bei Facebook, wenn ich mein Haus irgendwann vermieten würde, bestimme ich den Preis. Wenn ich ihn bekomme, ist es okay. Ansonsten muss ich runtergehen mit dem Preis. Es ist mein Eigentum, freie Marktwirtschaft. Oder wird der Autoindustrie vorgeschrieben, wie viel ein Auto kosten darf, wäre ja noch schöner. Das Auto hattet ihr ja auch gerade.
Und bei Facebook ist ja mal eine rege Kommunikation zwischen unseren Zuschauern und unserem Zuschauer Herrn von Glahn antwortet Peter Leb und schreibt, Auto ist nicht lebensnotwendig, Wohnung schon. Das Pflichtenheft, also die Ideen nach konstruktiv nach vorne zu denken, was muss ich tun? Auch da haben unsere Zuschauer schon viele Ideen. Jörg Braun zum Beispiel schreibt im Gästebuch, es wäre so einfach. Die Kommunen erschließen neues Bauland. Jeder Bundesbürger hat einmal im Leben das Recht, ein Bauland für Eigennutzung zu günstigem Preis zu erwerben. Ideal könnten dabei zum Beispiel 20.000 Euro für ein Einfamilienhausgrundstück sein. Die Banken lockern ihre Kreditvergabe. Oder Marco Holter, er schreibt bei Facebook, Umweltauflagen, Energieauflagen, Bürgerinitiativen und Umweltaktivisten. Unkompliziertes Bauen sieht anders aus. Wie wahr? Da werden wir gleich noch ein Lied von singen. Dankeschön, Brigitte Büscher, für diesen Überblick. Sanierung, Modernisierung. Das sind Worte, die ja erstmal einen schönen Klang haben. Es sei denn, sie werden im Zusammenhang genannt mit einer Wohnung. Dann kann es gruselig werden. Ein Wohnkomplex am Borsigweg in Hannover. Der Eigentümer ist Deutschlands größtes Immobilienunternehmen Vonovia. Und das führt eine energetische Modernisierung durch. Es soll gedämmt werden. Dazu gibt es neue Türen und Fenster. Nach der Sanierung sollen dann die Mieten angehoben werden. Viele Bewohner ärgert das. Ich finde es ja prinzipiell gut, dass endlich mal saniert wird. Dann spare ich auch Heizkosten. Aber die angekündigte Mieterhöhung ist viel zu hoch. Meine Kaltmiete soll um fast 60% steigen. Das ist doch total unverhältnismäßig. Das Problem für Mieter: Eine solche Mietpreiserhöhung ist völlig legal. Vermieter dürfen pro Jahr bis zu 11% der Modernisierungskosten auf die Mieter umlegen. Und damit steigt die Miete für den Einzelnen eben sehr stark an. Ein Beispiel. Für die Modernisierung einer vermieteten Wohnung investiert ein Eigentümer 20.000 Euro. Pro Jahr darf er von diesen 20.000 Euro 11% auf die Miete aufschlagen, also umgerechnet 2.200 Euro. Pro Monat heißt das 183 Euro mehr Kaltmiete. Der Mieter oder die Mieterin zahlen erheblich mehr und der Eigentümer hat die Modernisierungskosten nach nur 9 Jahren wieder drin. Herr Hesse, darf ich das so übersetzen? Der Mieter zahlt dafür, dass der Wert der Immobilie für den Wohnungseigentümer steigt. Ja, der Mieter zahlt 9 Jahre lang erstmal das, was in die Immobilie vom Eigentümer reingesteckt wurde. In diesem speziellen Fall, den man sich sehr, sehr genau angucken muss, muss man natürlich auch noch mal schauen, was ist Instandhaltung und was ist Modernisierung tatsächlich. Und was wird von der Vonovia, die ich als sehr, sehr innovatives und professionelles Unternehmen auch kenne, tatsächlich dann auf den Mieter umgelegt werden. Das ist tatsächlich also so. Auch wir haben nachgefragt bei diesem Unternehmen. Das ist alles sehr transparent und auch in Teilen nachvollziehbar. Trotzdem die schlichte Frage: Nach 9 Jahren hat der Vermieter eine sanierte, immer noch sanierte und wertvollere Wohnung. Und der Mieter, Sie nicken, Herr Lambsdorff, die geben mir recht. Und der Mieter hat dafür bezahlt. Ist das in Ordnung? Nein. Was mich gerade überrascht, als jemand, Herr Hesse ist hier voll der Experte, aber was mich überrascht ist, wenn Sie was Neues bauen, dann können Sie es auf eine Art und Weise abschreiben, dass Sie 50 Jahre sozusagen Abschreibung haben für einen Wertverzehr. Da finde ich die 9 Jahre extrem kurz angesetzt. Und das ist natürlich eine Belastung, die dann bei den Mietern mit großer Härte ankommt. Also das glaube ich, liegt hier auf der Hand. Neubau, 50 Jahre. Modernisierung, Sanierung nur 9 Jahre, das finde ich ein Unterschied, der ist so, dass man da politisch mal drüber reden müsste. Denn ich glaube, das ist schon was das kenne ich auch aus meiner Stadt in Bonn, im Tannenbusch, wo genau das gleiche Problem ist. Nach einer Sanierung gehen die Mieten plötzlich sehr stark hoch, für die einzelne Familie sehr, sehr schwierig. Kennt einer hier in der Runde einen Fall, wo nach 9 Jahren ein Vermieter gesagt hat, so, jetzt ist die Sanierung bezahlt, jetzt gehen wir mit der Miete wieder runter? Kennt einer so einen Fall? Natürlich. Aber ich kenne viele Fälle, wo nicht sozusagen die volle Mieterhöhung, die möglich wäre, auch tatsächlich ausgeschöpft wird. Punkt. Weil das Ziel eines jeden Wohnungsunternehmens muss es doch sein, seine Mieter langfristig zu binden. Das ist auch bei dem Unternehmen, was wir eben genannt haben, so. Alle.
Das ist ja das Grundproblem, dass dieses Instrument, diese sogenannte Modernisierungsumlage, ja auch genutzt wird, um tatsächlich Mieterinnen und Mieter zu entmieten und die durch dieses Instrument die Mieten so steigen zu lassen, dass viele aus ihren Wohnungen fliegen. Und Frau Leil, ich finde das, lassen Sie mich jetzt bitte aussprechen, ich finde das nicht in Ordnung. Ich finde es auch nicht in Ordnung, dass der Mieter sich nicht gegen diese Sanierungsmaßnahme, gegen die er sich nicht wehren kann, die zahlt er ja nicht nur nach 9 Jahren ab und dann geht es wieder auf den alten Mietpreis runter. Nein, er zahlt ja diese ungewollte Maßnahme im Laufe seiner Mietzeit dort 2-mal, 3-mal, 4-mal, 5-mal ab. Das heißt, diese sogenannte Modernisierungsumlage in ihrer jetzigen Form, das ist eigentlich eine Einladung für besonders teure und im Zweifel auch sinnlose Modernisierungen. Sie gehen zulasten der Mieterinnen und Mieter und es ist wirklich eines der zentralen Instrumente, was gerade in den Großstädten die Leute aus ihren Wohnungen treibt. Und deswegen muss diese Modernisierungsumlage auch abgeschafft werden, weil sie ist total unsozial und es ist einfach nicht akzeptabel. Ganz abschaffen kann man sich waschen. Also das ist Protest. Also es geht auch um energetische Sanierung, Frau Leil. Wir wollen auch die Betriebskosten für die Mieterinnen und Mieter runterbringen. Und nur weil es, lassen Sie mich jetzt bitte mal aussprechen, und nur weil es einige schwarze Schafe gibt auf dem Markt, da sind wir uns ja sicherlich einig, die das für Entmietung nutzen und die Dinge umlegen, die wir auch nicht umlegen wollen, muss man doch nicht alle, die professionell am Markt sind, die auch ein Interesse daran haben, dass nach einer Modernisierung die Mieterinnen und Mieter in einer sanierten Immobilie weiterleben, über einen Kamm scheren und sagen, das gehört alles abgeschafft. Also eine Abschaffung, ein bisschen an der Realität vorbei. Darf ich vom Chorgesang wieder zum Sologesang übergehen? Durch dieses Instrument aus Ihren Wohnungen fliegen. Entschuldigung, die Beispiele gibt es doch, auch bei der Vonovia. Da bin ich doch bei Ihnen. Aber eine Abschaffung einer Modernisierungsumlage komplett, das müssen wir ja mal auch kurz überlegen. Ja, also man hat Kosten für die Sanierung als jemand, dem das Gebäude gehört, hat aber null Chance, sich zurückzuholen. Dann verkommt der Wohnungsbestand. Also man muss ja den Werterhalt schon in irgendeiner Form abbilden. Lassen Sie uns doch mal über die Art der Sanierung reden. Ja, energetische Sanierung war ja hier das, glaube ich, niemand etwas dagegen, auch viele Mieter nicht, wenn nach 30 Jahren mal ein Bad erneuert wird, wenn vielleicht ein Balkon am besten auf der Sonnenseite angebaut wird oder die Fenster mal ersetzt werden. Wenn wir aber erleben, was mit energetischer, das klingt auch so merkwürdig, energetischer Sanierung alles passiert, Herr Matzig, wie ist denn da in Ihrer Erfahrung nach das Kosten-Nutzen-Verhältnis? Der Mieter soll ja auch weniger Heizkosten zum Beispiel haben. Wenn man aber sieht, wie aufwendig das ist und wie es die Häuser verändert, steht das noch in einem ordentlichen Verhältnis? Also da ist, glaube ich, eindeutig so, dass die Mieter nicht so viel rausbekommen an weniger Heizkosten etc., wie sie an Mieterhöhung reinstecken müssen. Das heißt, für den Mieter ist das kein gutes Geschäft. Es ist auch teilweise absurd, ständig an der Energieeffizienz heranzuschrauben und immer dickere Platten auf die Häuser zu kleben, übrigens aus fossilen Energieträgern, die uns alle in 20 Jahren um die Ohren fallen. Deutschland hat auch ein Schimmelproblem mittlerweile, weil die Häuser zu dicht gedämmt sind. Tatsächlich ist das, so. Das ist so. Deutschland hat ein großes Schimmelproblem. Die Fensterindustrie. Kennen Sie ein anderes Land, was so bekloppt ist? Kennen Sie ein anderes Land? Nein. Also, was mit Feuereifer in eine Richtung rennt, ist ja auch noch gefördert. In den anderen Ländern haben die Häuser immer noch eine natürliche Belüftung, weil nicht alles so perfekt gebaut ist und so perfekt abgedichtet ist. Das ist ja noch viel schlimmer. Wir haben inzwischen Fenster, die müssen mit dem Kran eingesetzt werden, weil sie so schwer sind, dass man sie nicht mehr normal verbauen kann. Haben Sie das, und das kostet natürlich alles Geld. Ja, wir haben das Haus wurde bei uns auch modernisiert. Hören Sie doch mal, was Herr Hafner zu erzählen hat. Ja, bei uns wurden die Häuser, wie gesagt, auch modernisiert, auch mit gedämmt mit Platten und die Fenster wurden auch mit Kränen eingesetzt. Ich muss aber dazu sagen, dass die Mieterhöhung bei uns im Schnitt nur um die 20 Euro betrag und die Heizkosten dementsprechend schon massiv zurückgegangen sind. Aber für den Neubau ist es ein ganz großes Problem, ein absoluter Kostensteiger. Allein mit der Energieeinsparverordnung 2016 sind 7-8% Baukosten gestiegen im Neubau für Wohnimmobilien. 7-8%, das zahlen die Mieterinnen und Mieter, weil es im Neubau irgendwann dann auf die Miete einlässt. Darf ich mal helfen, um den Wahnsinn mal zu sortieren, was dort alles an Vorschriften da ist? Das, was Herr Matzig als guter Architekt, wenn er sich nicht in eine Zeitungsredaktion geflüchtet hätte, alles wissen müsste. Die Anzahl der Bauvorschriften hat sich in den letzten Jahren von 5.000 auf 20.000 vervierfacht. Ein Beispiel? Die Energieeinsparverordnung, kurz ENEV, die seit Jahren die Dämmungen dicker macht. Änderungen gab es 2002,
2004, 2007, 2009, 2014 und zuletzt 2016. Immer wieder wurde die Verordnung verschärft und erweitert. Egal ob Luxus- oder Sozialwohnungen, es gibt kaum noch Qualitätsunterschiede. Die Dämmung beispielsweise muss dieselbe sein. Es gelten gleiche Schallschutzvorschriften. In einer Luxuswohnung sind vielleicht die Bäder besser ausgestattet und die Bodenbeläge hochwertiger. Aber 90% der Kosten bleiben gleich, egal ob Luxus- oder Sozialwohnungen. Günstig bauen geht in Deutschland eigentlich gar nicht mehr. Ein bitteres Urteil, Herr Lambsdorff, warum muss eigentlich eine Sozialwohnung denselben Dämmstandard erfüllen und Schallschutz? Man kann ja im Mietpreis auch verschiedene Qualitätszustände, das kann ja jeder für sich selbst entscheiden, anbieten. Genau, und das ist genau das, der Weg, den die Holländer gegangen sind. Die haben gesagt, wir haben einen Zielkonflikt, wir wollen günstigen Wohnraum, also können wir im Bauen nicht die exakt selben Standards haben, wie wenn wir sozusagen vom freien Markt für die eben schon genannten Besserverdienenden da irgendwelche Sachen hinbauen. Das ist ein Zielkonflikt und den haben sie so aufgelöst, dass man gesagt hat, wir bauen modern, aber mit etwas niedrigerem Standard. Das Ergebnis lässt sich sehen. Schauen Sie sich Amsterdam Ost an, ein riesiger Stadtviertel voller wirklich erschwinglichen Wohnraums in einer der attraktivsten Städte Europas, weil man den Kompromiss gemacht hat, dieses Aufhäufen von Vorschriften, das die Holländer genauso hatten wie wir, wegzunehmen und viel mehr Freiheit zu geben der vertraglichen Gestaltung zwischen Bauherren, Kommune, sodass die da also wirklich was aufs Gleis setzen konnten. Und deswegen ist in meinen Augen die Entbürokratisierung, die Entschlackung des Baurechts, und das ist ja nur eine Verordnung, richtig dringend notwendig. Nehmen Sie ein zweites Beispiel, ganz kurz, Lärm. Lärm ist gesundheitsschädigend. Man soll in der Wohnung keinen Lärm ausgesetzt sein, das ist schon klar. Aber dann haben Sie doch in den letzten Jahren technische Fortschritte bei Fenstern, die sind sagenhaft. So, trotzdem messen wir immer noch den Lärm 50 cm draußen vor dem Fenster. Der Lärm. Vor dem Fenster. Das heißt, völlig egal, was die Ingenieure an neuen Dämmungsideen haben für den Lärm. Es macht überhaupt keinen Unterschied. Die Fenster werden teurer, aber der Standard bleibt gleich. Die Kosten bleiben gleich. Und das sind so Dinge, da müssen wir wirklich dringend dran. Das ist schön, wenn Sie sagen, da müssen wir wirklich dringend dran. Und das ist ja schön, wenn man sich hier an die Hand nimmt. Morgen sitzen Sie wieder oder demnächst in Koalitionsverhandlungen. Wie wollen Sie das mit den Grünen hinkriegen, wenn es zum Beispiel um Dämmung und Umweltgeschichten geht? Ist das nicht ein programmierter Knackpunkt, wo es knirschen muss? Wir sondieren. Und wir werden jetzt in den Sondierungen die Themen ansprechen. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, und das habe ich ganz am Anfang gesagt, nochmal. Ich respektiere, dass die Grünen andere politische Prioritäten setzen als die FDP. Ist ja logisch. Haben auch unterschiedliche Wähler, unterschiedliche politische Schwerpunktsetzungen, ist klar. Aber das, was wir hier gerade gesehen haben, was Herr Matzig einen sozialen Sprengstoff nennt für unser Land, dass wir da nicht zu einer vernünftigen Lösung kommen sollen, das fände ich wirklich äußerst bedauerlich. Mein Praxisbeispiel aus meiner Stadt, aus Bonn, ist schwierig. Ja, ich habe das ja gesagt, Jamaika. Aber ich hoffe, dass es gelingt, da was in den Sondierungen nach vorne zu treiben. Das kann auch gelingen und wir haben auch Vorschläge gemacht. Es ist nicht nur die Dämmung, die zu den Klimaschutzzielen auch von Paris führt, sondern man kann auch intelligenter arbeiten. Man muss Quartiersbezüge in den Blick nehmen, man muss regenerative Energien stärker auch auf Gebäuden. Entschuldigung, was heißt, man muss Quartiersbezüge in den Blick nehmen? Entschuldigen Sie, ja, das muss ich erklären. Es gibt Einzelimmobilien und es gibt mehrere Immobilien, die zusammenstehen. Und wir betrachten mittlerweile nicht nur die Einzelimmobilie als das Objekt, was die CO2-Belastung in irgendeiner Form abbildet, sondern wir sagen, wenn auf einer anderen Immobilie, in der Nähe dieser Immobilie, Strom zum Beispiel durch Photovoltaik erzeugt werden kann, dann muss es möglich sein, den Strom von dieser Immobilie in die andere zu leiten. Und noch weitergehender, Mieterstromgesetz. Da gab es in der letzten Legislatur noch einen ersten richtigen Schritt. Das muss noch erweitert werden. Da müssen noch Gewerbeimmobilien mit einbezogen werden. Und wir müssen noch mehr Möglichkeiten schaffen, dass dieser selbst erzeugte, vor Ort erzeugte Strom auch den Mieterinnen und Mietern zur Verfügung gestellt wird. Da gibt es gewerbesteuerfeindliche Aspekte und Ähnliches. Da muss die neue Bundesregierung dran. Aber in einem sind wir uns alle einig, der Staat ist Kostentreiber Nummer eins. Auch mit der Energieeinsparverordnung. Ich könnte jetzt auch noch das Thema Grunderwerbsteuer aufmachen, wo wir teilweise bei 6,5% mittlerweile noch in den Ländern sind. Noch 6,5%, das heißt, genau. Wenn jemand in ein Familienhaus bauen will, eine ganz knappe Finanzierung hat, dann können es genau die 20.000 bis 40.000 Euro Grunderwerbsteuer sein, die ausgerechnet
Nordrhein-Westfalen, was nun nicht Bayern ist. Ich will nichts über mein Heimatland sagen. Bayern hat 3,5, aber das ist ja noch. Bayern hat 3,5 und hat die schöneren Berge, das muss man einfach mal so sagen. Aber das ist genau der Punkt. Lass mich kurz aussehen. Ja. Dann sind es genau die 30.000 bis 50.000, je nachdem, wo die Immobilie liegt, die eine Finanzierung scheitern lassen. Und da kassiert eben der Staat. Da haben wir einen Vorschlag zu gemacht, das wissen Sie, dass wir den für die selbstgenutzte Immobilie abschaffen. Dass wir da sagen, dass für die erste selbstgenutzte Immobilie, meistens ist es eine Familie, um die es dann geht, da soll die Grunderwerbsteuer bitte erlassen werden. Also es geht jetzt nicht um die großen Unternehmen, sondern es geht wirklich um die erste Selbstnutzung. Nehmen Sie eine Immobilie für 200.000 Euro, das ist was Bescheidenes. Was wirklich Bescheidenes findet man kaum noch. Aber das sind dann am langen Ende kommen 13.000 Euro Grunderwerbsteuer drauf. Das Herr Lambsdorff, wir unterhalten uns doch tatsächlich heute über bezahlbare Mieten. Und die Grunderwerbsteuer ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein, der auch Baukosten treibt. Mhm. Und deswegen hilft Ihr Modell, so schön es auch für den Ersterwerber sein mag, denjenigen, der eine Mietwohnung irgendwann beziehen möchte und eine bezahlbare Miete bekommen will, nicht. Denn alle anderen werden im Endeffekt das drauf bekommen und die Steuerspirale wird weitergedreht werden in den Ländern. Frau Leyen, nicht dazu, dass wir bezahlbare Mieten bekommen. Herr Hafner, für den Sie, glaube ich, auch kämpfen, sprechen, würde ich gerne fragen, haben Sie jemals auf der langen Strecke, in der Sie jetzt zu dritt in dieser 63 Quadratmeter Wohnung leben, darüber nachgedacht, zu bauen und zu gucken, ob man eine Finanzierung zustande kriegt, die es möglich machen würde, in einem Reihenhaus den Mietpreisenthöhungen zu entgehen und dann an die Bank zu bezahlen? Da habe ich mir soweit keine Gedanken drüber gemacht, weil ich sage, ich bin jetzt im gewissen Alter, wo ich das wahrscheinlich nicht mehr erleben werde, dass es abbezahlt worden ist. Und da wollte ich meiner Tochter das nicht zumuten. Darf ich fragen, wie alt Sie sind? Ich bin 47. Ja. Und da würde man natürlich sagen, Sie sind jung genug, aber wer heute die Realität bei Banken kennt, wenn Sie dahin kämen, wären Sie wahrscheinlich mit 47 zu alt. Genau. Frau Ley, wenn Sie jetzt mal mitgekriegt haben, auch wie Herr Hesse sich bewegt, auch von Herrn Lambsdorff haben wir Überraschendes eigentlich gehört heute Abend. Sind Sie da optimistisch als Oppositionspartei, dass das, was wir am Anfang als sozialen Sprengstoff etikettiert haben, dass das auch wirklich als solcher begriffen wird, dass sich dort was tut? Ob von Jamaika das jetzt so begriffen wird, da bin ich ein bisschen skeptisch. Aber ich kann durchaus sagen, es gab an einer Stelle mindestens Übereinstimmung. Das ist bei dieser sogenannten Konzeptvergabe. Also sollen jetzt die öffentlichen Grundstücke eigentlich an den gegeben werden, der das meiste Geld hinlegt, oder an denjenigen, der das sozialste Konzept hat. Und da sollte es natürlich das beste Konzept sein, aber aus meiner Sicht ein soziales Konzept. Das hat die Bundesregierung ja falsch gemacht. Also die Bundesregierung hat ja wirklich in den letzten 4 Jahren nach dieser Wir sind am Ende der Sendung gemacht. Und die Bundesregierung, und deswegen, diese sind Bundesregierung wir uns einig. Ist und abgewählt. Deswegen freue ich mich, wenn die Konzeptvergabe kommt. Das führt dazu, dass vielleicht irgendwo von Bauern wieder bezahlbar wird. Vielen Dank, Herr Matzig. Fast ein Schlusswort. Ich habe noch das Pflichtenheft. Das hat sich nämlich gefüllt. Wie optimistisch sind Sie, dass der Alarmruf angekommen ist? Erstmal in den Sondierungsgesprächen, dann in den Koalitionsverhandlungen und am Ende vielleicht sogar in der Regierungsarbeit. Ich glaube, dass nachdem die letzten Jahre und Jahrzehnte das Thema verschlafen wurde, jetzt dieser Weckruf angekommen ist. Ansonsten verliere ich den Glauben an die Politik. Herr Matzig, herzlichen Dank für dieses Schlusswort. Nicht ganz. Wir waren ja so anmaßend, um zu sagen, wir erfüllen mal ein Pflichtenheft und wir haben zugehört, was Sie uns gesagt haben. Und hier steht es, sehr geehrte neue Regierung, das fordern die Gäste bei Hart aber Fair. Mehr Sozialwohnungen fördern, mehr familiengerechte Wohnungen fördern, Modernisierungskosten für Mieter deckeln, Baurecht entschlacken, da ist jede Menge zu entschlacken, günstige Grundstücke für die sozial besten Konzepte. Da haben wir es wieder. Alten Menschen Wohnungstausch ermöglichen, gab es ein Beispiel von Herrn Hesse genannt. Wenn wir morgen auch noch mal bei unserem Faktencheck darstellen, da kann man sich vielleicht darauf berufen und seiner Wohnungsbaugesellschaft mal einen Vorschlag machen. Macht es doch so. Wie war die vorbildliche Wohnungsbaugesellschaft? LEG Nordrhein-Westfalen. Na bitte, geht doch. Stoppt den Dämmwahn, Herr Matzig, würden Sie auch unterschreiben? Dämmwahn, keine Chance dem Schimmel, müsste man noch dahinter schreiben. Und diese Fragen müssen geklärt werden. Mietpreisbremse verschärfen oder abschaffen, Steuern auf Immobilienkauf senken. Einverstanden? Kopfnicken in der Runde. Vielen Dank. Eine Premiere bei Hart aber Fair. Wir sind 10 Sekunden zu früh fertig. Sollen wir jetzt Gedenksekunden machen? Nein, das machen wir nicht. Wir gehen gleich zu den Tagesthemen. Pina Atalay ist dort. Was ist heute Ihr Top-Thema?
Herr Frank, wir schauen in den Gerichtssaal. In Nürnberg wurde heute ein Reichsbürger wegen Mordes verurteilt, zu lebenslanger Haft. Wer genau sind diese Reichsbürger, die einst als politische Spinner galten und sich nun zunehmend als gefährlich herausstellen? Mehr dazu gleich in den Tagesthemen. Mit Pina Atalay. Bleiben Sie dran. Vielen Dank. Sie waren uns ein sehr aufmerksames Publikum heute Abend. Wahrscheinlich alle betroffen in der einen oder anderen Form. Herr Hesse, ganz herzlichen Dank.